herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und heute besprechen wir Lina de Lima. Das ist ein Film aus Chile. Und es geht darum, dass die Frau Lina in Chile als Au-pair-Mädchen auf ein junges, 10-jähriges Mädchen aufpasst. Erstmal so Standard und so langweilig. Aber der Film hat einige Besonderheiten, die ich jetzt noch nicht erwähnen möchte. Ich werde sogar während der Folge noch überlegen, ob ich sie überhaupt anmerke. Es geht also darum, dass sie auf dieses Kind aufpasst. Das Ding ist nur, sie sieht das Kind nicht jeden Tag, da sie in einer Unterkunft schläft und dann sozusagen für ihren Job dahin fährt. Sie fährt aber nicht zum Kind, sondern sie fährt in die neue Wohnung der Familie, die sie betreut. Das Problem dabei ist nur, dieses Haus ist halb möbliert und alle Sachen sind noch eingepackt mit Schutzüberzügen und draußen wird noch in der Zeit der Pool aufgebaut. Also man erlebt eine Frau, die nicht viel zu tun hat, in den Diensten einer Familie steht, aber im Ausland entfernt von ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann lebt. Es geht eigentlich in der ersten Hälfte darum, dass sie versucht, mit ihrem Sohn eine Verbindung aufzubauen. Also sie spricht mit ihm tagtäglich über Messenger-Dienst und so. Und das ist einfach so eine wunderbare, so ein Gefühl von Entfremdung. So, bestimmt kennen das wir es erstmal, wenn man zu Hause auszieht und man ist nicht mehr in der Nähe der Kernfamilie. Und so fühlt sich das auch an. Dieses Gefühl reproduziert der Film am Anfang sehr gut. Man fühlt sich anfangs sehr alleine, aber dann kommt dieses Mädchen, was betreut wird, zu Lina. Und es entsteht, also erstmal, Lina ist ganz klar ihre Hauptansprechperson, auch ihre eigentliche Mutter. Also sie vertritt ganz klar die Mutter, weil die Familie ist nie für sich da, der Vater ist immer arbeiten und Lina übernimmt jetzt die Mutterrolle. Das funktioniert im Film wirklich gut, weil sie kümmert sich ein wenig um sie, aber der Film hat sehr viel mehr zu bieten als diese kleinen Betreuungsszenen. Es geht halt ganz klar nicht um Mutter-Tochter-Konflikt, sondern es geht um diese Frau, die in einer anderen Kultur, in einem anderen Land lebt und auch mit ihrer Einsamkeit klarkommen muss. Das ist nämlich in der ersten Hälfte sehr schön dargestellt. Sie lebt in diesem halb möblierten Haus, was halt einfach eingepackt ist und total Plastik und total, es ist einfach lebensfeindlich. So würde man halt nicht wohnen wollen. Und natürlich lebt Lina da nicht offiziell. Eigentlich wohnt sie in so einem, naja, sagen wir mal Stundenhotel, so in der Art. Das ist aber so voll mit Leuten und so runtergekommen, dass sie dort nicht gerne schläft, auch weil sie dort kaum zum Schlafen kommt. Und sie deswegen oftmals in diesem halb möblierten, sehr großen Haus wohnt. Ja, aber das ist genauso lebensfeindlich und ekelig. Jetzt erlebt man erstmal, wie sie zwischendurch ein paar Flirts mit Männern hatten. Die erste Hälfte erklärt uns erstmal die Figur Lina, was sie ausmacht. Sie kümmert sich sehr um Leute, sie ist sehr offenherzig. Sie ist aber auch eigentlich immer ein wenig melancholisch, weil ihr Sohn ihr so sehr fehlt. Und sie versucht immer mit ihrem Sohn zu reden und eine Verbindung aufrecht zu erhalten. Aber ihr Sohn, der scheint schon komplett entfremdet. Der möchte nur immer Geld von ihr bekommen oder Kleidungsstücke wie ein Fußballtrikot. Der scheint an ihr selbst gar kein Interesse zu sein. Der Junge ist ein Teenager, diese Phase, wo man sich von den Eltern abkapselt. Und das ist natürlich für Lina noch schwerer, da sie im Ausland ist und nicht direkt auf ihren Sohn einwirken kann. Das Einzige, was Lina macht, ist abends in Clubs gehen und Männer für Gelegenheitssex kennenzulernen. Sie hat keinen festen Partner, sondern lernt immer nur Männer für die Nacht kennen. Was natürlich eine gewisse Spannung erzeugt, weil sie die Männer immer mit zu sich nach Hause nimmt. Wohlgemerkt nicht in dieses Stundenhotel, sondern in dieses halb möblierte Haus. Was dann immer zu einer seltsamen Komik führt, wenn sie Sex haben, aber auf diesen komplett eingepackten Betten. Sie ist als Figur sehr, also man kann sich sehr leicht mit der Figur identifizieren. Jetzt kommt aber die zweite Hälfte des Films, wo sie jemanden etwas besser kennenlernt und ab dem Teil möchte ich nicht mehr so viel erzählen. Ich empfehle den Film sehr
Und der Film hat nämlich noch eine zweite Ebene. Die möchte ich jetzt. Nein, ich verrate sie nicht. Die zweite Ebene ist etwas, was ihr niemals kommen seht. Selbst mit meiner Ankündigung werdet ihr komplett überrumpelt sein. Weil alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist ein sehr naturalistisches, ein Bild einfach, was versucht, ein einfaches Leben in Chile darzustellen. Die Regisseurin Maria Paz González hat nämlich auch vorher eigentlich nur Dokumentationen gedreht. Und das passt. Also es hat so ein bisschen so einen Ulrich Seidel-Stil. Und daher erwartet man, dass sich das durch den ganzen Film zieht. Das passiert aber nicht. Man erlebt diese Höhen und Tiefen im Leben der Frau, mit ihrem Sohn die Probleme. Und dieses zweite Element, was den Film durchzieht, das ist nochmal was ganz anderes. Ich werde es jetzt doch erwähnen, deswegen Spoilerwarnung an der Stelle hier. Ich habe bis jetzt nämlich eigentlich nichts verraten, was wichtig ist für den Film. Spoiler. Wenn ihr wollt, guckt den Film, schaltet ab, guckt ihn auf Mubi oder sonst wo und kommt zurück. Ich gebe euch noch mal eine Sekunde. Okay. Der Film hat Musical-Einlagen und nicht zu knapp. Und das sind Traumsequenzen, die in den buntesten Farben daherkommen. Man denkt wirklich, Mario Bava hat sich über den Film übergeben. Es ist fantastisch. Es passt null zum anderen, aber es zeigt dir immer die innere Gefühlswelt von Lina, wie sie mit der Verantwortung umgeht, auf das Mädchen aufzupassen, wie sie einfach damit klarkommt, dass sie so weit von ihrem Sohn entfernt ist, dass sie sich begehrenswert fühlen möchte. Und all diese Gefühle, die man ansonsten in so einem Film durch die einzelnen Szenen lesen müsste, durch die naturalistischen Szenen in der, sagen wir mal, Gegenwart. Aber sobald in die Traumsequenz abgeglitten wird, gibt es wunderschöne Songeinlagen, die die ganzen Gefühle nochmal aufarbeiten und in wahnsinnig tollen visuellen Bildern, kameratechnisch toll aufgearbeiteten Sequenzen beleben. Und das ist das Tolle. Man hat diese zwei Optionen. Man hat einmal einerseits ein klassisches Drama um ein OP-Mädchen im Ausland. Also, wie soll man sagen, klassisches Arthouse-Zeug. Das könnte man auch in Deutschland drehen und die Frau geht nach, weiß nicht, Frankreich. Aber dadurch, dass man auf einem ganz anderen Kontinent, in einem ganz anderen Kulturkreis ist, hat man einfach ein ganz anderes Gefühl. Es fühlt sich einfach wie was vollkommen Fremdes an, was einen reinzieht. Und das funktioniert sehr gut. Der Pool ist auch ein schönes Sinnbild für den ganzen Film. Der Pool ist nämlich einerseits für die Tochter da, der soll ihr geschenkt werden, weil der Vater nie da ist. Und der Vater glaubt zum Beispiel, das Mädchen wäre total begeistert vom Schwimmen. Lina begleitet sie auch immer zum Schwimmen und zu den Wettkämpfen. Und das Mädchen hofft immer, dass der Vater sie mal bei den Wettkämpfen sieht. Was er aber nie tut, weil er mal arbeiten ist. Und jetzt muss Lina sich immer um das Mädchen kümmern. Das Mädchen scheint aber gar nicht so begeistert vom Schwimmen zu sein. Das ist das Interessante, das wird alles nur durch diesen Pool dargestellt, weil der Pool ist Dreh- und Angelpunkt. Er muss gereinigt werden, er muss neu aufgearbeitet werden, nachdem Lina mal einen Fehler macht. Also es gibt viele Momente, die sich wunderbar verbinden in dem Film. Und Lina ist fantastisch gespielt von Magalée Serrier, die ich aus nichts kenne, aber anscheinend ein ganz großer Name in Chile ist. Deswegen, ich kann den Film sehr, sehr empfehlen. Also gerade auch die Szenen, wie stark sie ihren Sohn vermisst, das ist was, das macht den Film aus und es wirkt wirklich stark. Großer Film, kann ich jedem empfehlen. Ja, falls ihr den Film gesehen habt, schreibt mir unbedingt rein, was ihr von dem Film haltet, wie ihr den fandet. Und also ich freue mich sehr, wenn die Regisseurin ein neues Werk ankündigt. Ja, wir sehen uns also beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.